Bier wird der Letzte sein, der die Kreuzung verlässt. Hab ich mir gedacht. Der Rechtsabbieger hat ja auch Fußgängerradler, ne? Aber der Linksabbieger wird in der Regel immer der Letzte sein. Deshalb wäre ich der Letzte gewesen, der sich hinter der Linksabbieger stellt. Obwohl der Mercedes auch ein Problem klingt, aber der wird schneller, denke ich mir, fertig sein wie der andere. Dann fahren wir unter der Brücke durch und dann links. Einen wunderschönen Buongiorno wünsche ich euch, ihr Freunde der leichten Unterhaltung. Euer Tomcat ist wieder mal on Tour in der Fahrschule. Ja, mal schauen, was uns heute erwartet. Ich habe ja jetzt schon so einiges an Grundfahraufgaben durch. Ich denke mal, ich werde das jetzt alles ein bisschen wiederholen müssen. Festigen. Und dann müssen wir auch noch Sonderfahrten machen. Ja, diese lange Tour, diese Belastungsfahrt, ja, da graut mich so ein bisschen davor. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von meinen Fahrkünsten bisher haltet. Da werden ja bestimmt so einige Kommentare kommen von langjährigen Fahrern, Fahrschülern, Fahrlehrern, die sagen, ich würde es anders machen. Und genau das ist es, was mich eigentlich auch von euch interessiert. Ganz schön voll hier heute. Hoch, Stop and Go. Hm. Zwei links, zwei rechts. Hm. Und dann hier fahren wir mal. Gerade hinsetzen. Wo bleiben wir hier? Ja. Hm. Gerade hinsetzen, dass du hier nicht so groß auf der Hand hast. Ne? Hm. Der Helmbahn. Die Rippe zu dicht da ist, ne? Ja. Ich versuche wegzubleiben da. Oder war zu früh, aber perfekt. Wir haben alle schon gemacht. Die Kleinen,
Der Bremste, der Unibremste. Und die Slalom auch schon immer? Die Slalom mit 40 oder 30, aber ja, da gut, sind oder? Wir. Naja, das ist meine Hüfte halt. Ne? Da müssen wir mal. Mal bremsen. Ja. Weißt du, was eben gerade war? Ich wollte schon explodieren, weil ich hörte ein Klacken. Und wenn es klackt, ist es eigentlich immer ein Hütchen. Und guck in den Rückspiegel, ne, steht ja halt noch. Ja. Das ist hier eine Platte. Die, ja. Das ist hier irgendeine Platte. Irritiert mich. Irritiert mich! Bin ich nicht gut? Hier sein. Okay, das kann ich mir merken.
Okay, wir halten 33. Von 10 Versuchen so ungefähr 7 geklappt. Ja. Ja, die stehen aber relativ weit noch. Ne? Die könnten noch einen halben Meter enger stehen zu prüfen. Ne? Ja? Ja. Ich muss noch einmal kommen runter. Ja, ist ja mal ganz erfolgreich gelaufen, die ganze Geschichte. Aber man merkt, es ist halt so, dass man nicht mehr der Jüngste ist. Und dann kommt das aus der Hüfte nicht so ad hoc. Muss dann halt Vorsicht, ganz vorsichtig hier. Man muss dann halt wirklich ein bisschen sich erstmal warm machen, wie vorm Sport. Also, da unten ist ja, da kannst du ja jetzt auch runterfahren. Wie bitte? Da kannst du ja jetzt auch runterfahren. Da vorne.
Kannst du ich meine, diese Kabel hier hat da ach so. Platz. Ja. Du, ich habe hier noch normalerweise für die GoPro noch ein Akku-Pack hier unten drin. Also hast trotzdem, kannst du dich frei bewegen. So. So, hörst du mich? Ah, oh, so laut. Ja. Thomas? Jo. Wir sehen uns. Weiß ich nicht, hab sie im Kopf. Irgendwie. Nach. Hier die Farben, die Frau mit dem Kinder, mit dem hübschen Kind. Und wie alt war das Kind? Na, so Mädel, 13, 14, so. Alle beide auf Fahrrad, ja. Das war nicht mein Kind, hoffe ich doch. Es wurde mir gerade warm. Ich hab die vorbeikommt und nach, ich muss die letzten 13 Jahre nachzahlen. Aber schwarze Haare und so eine gute Brille, also Sonne. Dann viel Erfolg morgen. Ja. Das war eine Fahrstunde wieder mal mit der Fahrschule Hasenmark und dem Carsten. Und es ist schon wirklich tatsächlich ein Unterschied, wenn man hier auf der 125er sitzt, so in der Tiefstellung. Gegenüber der Yamaha MT-07. Aber ich hatte heute wieder ein bisschen Spaß. War auch außer die eine Situation wieder mal an der Ampel, wo ich lerne es einfach nicht, dass da nur zwei Autos drauf passen und ich ja eigentlich noch ein Auto hinter mir herziehe, das ich ja auch beachten muss. Und dann losfahre, weil ich das so gewohnt bin. Denn im Groben fährt man ja eigentlich alleine Motorrad. Sprich, man fährt dann tatsächlich noch als Motorrad auf die Kreuzung drauf und nimmt dann halt die grüne Abbiegeampel da noch mit. Aber bei einer Fahrschule eben nicht, weil da ist ja noch der Fahrlehrer mit seinem Auto dahinter. Und nachher ist es der Fahrprüfer und ich weiß nicht, ob der Fahrprüfer das so toll findet. Wenn man dann einfach den Fahrlehrer und den Fahrprüfer abhängt. Da hätte man dann einfach zurückhaltender fahren können.
Sinne verabscheue ich mich auch von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich gehe dann auch erstmal in Urlaub. Nee, ganz noch nicht. Am Samstag gibt es noch mal eine Tour. Die werde ich wahrscheinlich dann auch aufzeichnen. Denn die Aprilia muss zur 6000er Inspektion. Also. In diesem Sinne, euer Tom geht es raus. Ich sage, schau mit Augen, schön mit Öl.